Am Donnerstag erscheint das jüngste geldpolitische Statement der Bank von England. Also erfahren Sie mit diesem Wirtschaftskalender mehr. Um 8.15 Uhr erscheinen die Daten zum Schweizer Produzenten- und Importpreisindex für Februar. Der Index ist seit 2 Monaten rückläufig, aber diese Version könnte eine Rückkehr zum Wachstum indizieren. Die Schweizerische Nationalbank wird ihr genau beachtetes geldpolitisches Statement um 8.30 Uhr veröffentlichen. Der 3-Monats-Libo wurde zuletzt im Januar 2015 revidiert und es wird über eventuelle Gegenmaßnahmen gegen die andauernde Lockerung der EZB-Politik spekuliert. Die endgültige VPI-Schätzung für die Eurozone im Februar folgt um 10 Uhr. Die vorläufige VPI-Schätzung verdeutlicht, dass der jährliche VPI zum ersten Mal seit 4 Monaten unter die Nullmarke rutschte. Das mit Spannung erwartete geldpolitische Statement der Bank von England ist für Mittag geplant. Die Märkte scheinen der Zinserhöhung keine Chance zu geben, aber etwaige falkische oder taubenhafte Kommentare können den Sterling doch erschüttern. Um 12.30 Uhr erscheint das wichtige wöchentliche Update der Arbeitslosenansprüche in den USA. In der Woche zum 5. März sanken die Erstanträge um 18.000, während die bestehenden Ansprüche in der Woche zum 27. Februar um 32.000 schrumpften. Philadelphia Fed Manufacturing Index für März erscheint zugleich. Im Februar kroch der Index etwas höher, bleibt aber immer noch im negativen Bereich. Angaben zum kanadischen Großhandel im Januar stehen zu demselben Zeitpunkt zur Verfügung. Im Dezember fielen sie besser als erwartet aus, durch die robuste Zunahme des Vertriebs von Autos und Autoteilen vorangetrieben. Und der Leitindex der USA für Februar schließt den Zeitplan um 14 Uhr ab. Im Januar ist der Index wegen fallender Aktienpreise gesunken. Ich bin Sam Meredith mit dem Wirtschaftskalender für Donnerstag, den 17. März. Die nächste Übersicht wird die Nachrichten vom Freitag beleuchten. Auf Wiedersehen.